Was geht, was geht, was geht, Alter? Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser weiteren extravaganten Episode. Heute eine weitere Episode German Cringe TikToks. Lange nicht mehr das angeguckt, lange das nicht mehr angeguckt. Ich sag euch ehrlich, meine For You Page, auf meiner For You Page gibt's sowas ja eigentlich gar nicht. Ja, auf meiner For You Page sind meistens immer welche Videos von, keine Ahnung, Stachel oder I am Zuckerpuppe oder irgendwie sowas. Aber ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Wer hat diesen Kaffee gemacht? Wer hat diesen Kaffee gemacht? Ich habe das Gefühl, German Cringe TikTok ist immer noch schlimmer als irgendwie so American oder international Cringe TikTok. Der ist köstlich! Ja, okay, nice. Cool. Ganz kurz, Digga. Mann, das ist so komisch, Digga. Das ist so komisch. Der erinnert mich immer an Jo Matthias. Ich verstehe das nicht, Reck. Ach so. Der tut so, als wäre der Kopf von ihr. Ich dachte, der reagiert auf dieses Video. Oh mein Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Baby geboren. No, guck mal. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Und noch eine. Tiek, tiek, tiek. Und noch eine vor dich. Okay. Digga, WTF, was ist das eigentlich wieder für eine Episode? Christian Bauer, Bruder. Christian Bauer ist Ehrenmann. Hier ist der Bo-Bo-Bo-Bo-Bote von der Post. Netter Versuch, aber wir sehen deinen Kopf. Hier ist der Pizza-Lieb. Immer Star, Bruder. Immer Star. Verrannt. Deine Pizza schmeckt nach Scheiße, also halt den Rand. Hier ist der Gartenarchitekt. Wo haben wir denn einen Garten, Alter? Junge. Zwei Arten von Lachflash. Der normale Lachflash. Kann ich? Der heftige Lachflash. Nein. Gott, das wird... Nein! Jetzt. Digga, was ist das? Was ist das? Ich will das nicht. Digga, man hört nicht mal irgendwas, Digga, weil die Mikrofon zuhält. Ey, der Arme, der schämt sich dafür. Der guckt die ganze Zeit links und rechts. Der hat keine Ahnung, was er da überhaupt macht. Guck mal. Ja, okay, fertig. Komm, drück auf Stopp. Mäßig. Bald dreifache Mama. Oh, richtig geiler Name, Digga. Ja, besser als User 9K, muss man ehrlich sagen. Zeig uns dein Gaming-Server. Ja, ja. Zeig uns dein Gaming-Maus. Zeig uns dein Gaming-Tastatur. Und tschüss. Und dein, keine Ahnung, was das ist. Oh, Mann. Alter. Ich möchte einen Nippel-Twist von Putin. Was? Was? Ich dachte, die zeigt jetzt auch Gaming-Maus, Gaming-Tastatur. Oh Mann. Ja, Bruder. Warum? Warum, Digga? Warum? Warum? Du willst dich umarmen? Ja, der bumst wieder 100 Pro, 100 Pro, der macht den Move jetzt. Ja, okay, tatsächlich nicht, weil immer macht er diesen Move. Ganz ehrlich, probier's mal auf Tinder. Nimm dieses Bild, nimm dieses Video, wenn man auf Tinder Videos hochladen könnte, nimm das und lad das genauso hoch. Vertrau mir. 10 Matches, Bro. Ich war mal in dich verliebt. Tja, Fehler passieren. Oder das ist so Facebook 2012 oder sowas. Auch diese übersteuerte Musik. Es kommt nicht normal, es kommt This is the heart of me. Bruder. Da kommt nicht mal mehr Sound. Digga, das ist schon kaputt. Bass ist explodiert. Hier habt ihr euren Bass. Da kommt einfach gar nichts mehr.
Ich verstehe nicht, warum man dann genau solche Musik nimmt. Sorry, also ganz ehrlich, alles wäre ja normal, aber warum nimmt man so ein Lied? Digga. Bro. Ja, auch gut. Ja, das wurde safe zensiert, weil er dann angeschrieben wurde so, hey, du darfst dieses Video nicht online lassen oder ich zeig dich an wegen Cybermobbing. Naja, 100 Pro, Bruder. Klausur gelernt? Was? Bitte? Deutsche Klausur? Wann? Nächste Stunde, mein Schatz. Mom, hol mich bitte ab. Ich bin krank. Okay. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ach, Castillo. Schwarz wie der schwarze wilde Mond. Ja, und dann machen wir mal wieder den schönen Farbtest, wa? Da machen wir mal auf. Ja, mach schön, der heißt so wie ich, mach mal einen schönen Farbtest, Bruder, in einem gelben Glas, ne, da sieht man am besten die Farbe. Ich würde es tatsächlich einfach in der Keramikschüssel probieren, weil dadurch kann man die Farbe noch besser erkennen. Please to hold. Bro, dieses Video geht eine Minute. Wieder immer schön, darum sagt man diese Wörter. Thank you. Und ja. Und ja. Bruder, der trinkt, der macht es einfach neben seiner Xbox auf. Es zirscht, knirpelt, knick. Und der Knick. Es riecht nach verfrüchteten Kolis. Was? Oder Colas. Oder verfruchteten Zimts. Ja, es ist, wie man hier erkennen kann, schwarz, knallschwarz. Also ja, knallschwarz, Bruder. Es ist so schwarz, dass ich nicht mal durchgucken kann. Ja, halt. Ich finde halt generell sowas, also Energy, das ist eigentlich übel ungesund. Das ist richtig, richtig, richtig Katastrophe. So, aber also allein schon wie Monster Energy immer riecht, Digga, das ist halt auch, boah, ich weiß nicht, das riecht so peppig. Und dann haben wir noch 10.000 Millionen Sorten. Okay. Schon wieder die Ex von Sandy, wenn du meinst, du könntest mich fertig machen, nur weil ich sie liebe, da hast du dich geschnitten. Manche Leute nehmen auch so Internet und TikTok so krass ernst, vor allem so Leute, die gar nicht in dieser Generation sind. Die laden TikToks hoch und irgendjemand kommentiert da irgendwas, so haha oder hey, Lappen oder irgendwie sowas. Und na gut, Lappen, aber ihr wisst, was ich meine. Und die müssen dann direkt so 20 Videos aufnehmen, da drauf auf den Kommentar und antworten und fühlen sich so richtig krass getriggert und checken halt nicht, dass sie das einfach nur noch mehr provozieren. Du kannst nicht mit mir machen, was du willst. Ich bin kein Spielzeug, sondern ein Mensch mit Gefühlen. Und die kannst du nicht kaputt machen. Okay. Also lass es sein. Ich sag's dir im Guten. Wenn du so weitermachst, kriegst du richtig Ärger. Anzeige, oder? Vor allen Dingen, schick mir keine Ansagen. Digga, TikTok ist so komisch. Ich weiß, du spielst Fortnite. Ey, ich geb dir mein Wort ein. No Skin ist nicht alright. Ich weiß, du spielst Fortnite. Ey. Komm und gib mir Klicks und Likes. Ich weiß, du spielst Fortnite. UFO 361. Ich glaube, das ist der echte. Bruder, was ist das? Es gibt nichts, was mich hält. Schon wieder die. Grüße, Fixi, Hartmann. Ja, alles klar, Bruder. Ja, ich grüße Fixi Hartmann. Alles klar, Digga. Ja, Mann. Ah, Bruder. Nein, nein, nein. Täglich meine Lippen sauber machen. Oi. Digga, das ist so gottlos. Oh
Beziehungsweise das habe ich gar nicht gecheckt. Ich dachte, er meint. Ich habe ein Rad ab und hab einen Knall. Und Einsicht ist schon mal der erste Weg zur guten Besserung. Bin für'n Psychiater ein ganz schwerer Fall. Ich hab eine Meise und hab auch nen Stich. Nen Riss in der Platte, wie fürchterlich. Ja, Bro, mit Outro sogar, Digga. Mit Outro. Das kommt so random, das Outro. Man denkt, okay, es kommt noch irgendwas auf einmal so. Thanks for watching. Thanks for watching. Oh, Alter, TikTok. Vor allem German Cringe TikTok ist immer ganz, ganz anderes Paralleluniversum.